Armin von Curved mit der Parrot Rolling Spider Mini-Drohne. Mini-Drohne, warum? Weil sie mini ist. Also zur Erklärung, Parrot, die sind ja bekannt dafür, dass sie die AR20, glaube ich, heißt die Drohne. Ist so eine große Drohne, die kostet auch so 200-300 Euro, und da braucht man viel Platz für und da braucht man auch ein bisschen Kenntnisse für, um damit effektiv rumfliegen zu können. Jetzt hat Parrot sich gedacht, naja, es gibt ja vielleicht auch jüngere Kunden, die interessiert sind am Drohnenfliegen, oder vielleicht auch einfach Leute, die nicht unbedingt damit jetzt groß Kunststücke machen wollen oder sich richtig damit auskennen wollen, sondern die einfach mal so ein bisschen rumfliegen wollen, vielleicht sogar auch indoors, und dafür aber nicht auf so einen 20-Euro-Supermarkt-Hubschrauber zurückgreifen wollen, sondern eben was von Parrot mit ordentlicher Technik drin. Und deswegen gibt es ab sofort die Rolling Spider. Warum heißt die Rolling Spider? Ihr seht es hier auf der Packung und ich habe es natürlich auch hier. Eigentlich kann man da hier noch so ein Fahrwerk anbauen. Ich mache das mal ganz kurz. Dann ist die zum einen geschützt vor, also die Propeller sind geschützt vor Stößen, wenn ihr irgendwo gegenfliegt. Und zum anderen gibt es einen Modus, mit dem das Ding eben dann nicht in der Luft rumfliegt, geht immer, aber nicht zwingend muss, sondern durch die Propeller einfach so fahrend angetrieben wird und dann so tolle Sachen machen kann, wie, wir haben es leider nicht hinbekommen, deswegen zeigen wir es euch in einem Videoausschnitt hier von Parrot selber, so die Wände hochfährt und an der Decke dann fährt irgendwie. Also wie gesagt, uns ist das nicht gelungen, das gleich vorweg. Nicht alles, was diese Drohne theoretisch können soll, haben wir hinbekommen mit der App. Das liegt zum Teil daran, dass ich nicht so die Übung habe. Ich habe jetzt da anderthalb Tage mit rumgespielt. Zum anderen, dazu komme ich später nochmal, ist die App auch nicht so wahnsinnig gut und manche Dinge funktionieren schlicht nicht. Ich mache deswegen diese Räder hier mal wieder ab. Also wie gesagt, aus Sicherheitsgründen ist es ganz praktisch, die dran zu haben, aber die Drohne wird dadurch schwerer und dadurch fliegt sie auch nicht mehr ganz so gut, und auch das konnte ich auf der App nicht umschalten. Das heißt, ich fliege ohne die Stützräder. Schauen wir uns ganz kurz das Teil an. Also hier vorne, das ist auch so ein Gesicht. Das ist ja bei diesen Parrot-Mini-Drohnen so der Style. Man will denen Personality geben, also hat man hier so eine Art Gesicht drauf gemacht. Hier gibt es so Aufkleber, die sind in der Packung, mal kann ich euch kurz zeigen. Ne, das sind die falschen. Also auf jeden Fall sind da so Aufkleber, womit man eben hier so verschiedene Münder draufkleben kann, um der Drohne dann irgendwie Personality zu geben. Also das ist eher so ein Spielzeuggedanke dahinter. Ansonsten haben wir hier, das ist tatsächlich ein großer Kritikpunkt von mir, ein Akku. Der ist sage und schreibe 550 mAh groß. Das finde ich etwas armselig, weil im Endeffekt fliegt diese Drohne nur 2 Minuten und ihr müsst ihr dann wieder eine halbe Stunde laden. Also bei dieser Akkugröße, da hätte man, finde ich, locker einen 2000-3000 mAh Akku reinbauen können und dann hätte das Ding einfach länger geflogen. So ist es einfach nur nervig. Vielleicht verkauft Parrot ja größere Akkus als Zubehörteil, ich weiß es nicht. Und was anderes, was ich auch doof finde, ist diese Propeller. Die verbiegen natürlich relativ leicht, wenn ihr dann doch mal ohne die Stützräder wogegen fährt. Die lassen sich total leicht abnehmen, die fliegen auch manchmal ab. Warum der Packung jetzt nicht einfach mal 5 oder 10 so Ersatzrotoren, die kosten ja wahrscheinlich einen halben Cent nicht mal in der Herstellung, beiliegen, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es sie auch als teures Zubehörteil, muss ich mal recherchieren. Ansonsten seht ihr, ich habe gerade angemacht, dann leuchten jetzt hier auch die Augen. Das Ding ist natürlich super leicht. Was gut ist, ist, Parrot verbaut hier, sagen sie zumindest, und scheint mir aber auch so, ähnliche Technik, die vollwertige Technik aus der großen Drohne. Das heißt, wir haben hier so ein Luftdruckmesser, wir haben hier eine kleine Kamera, die, seltsame Angabe auf der Packung, 300.000 Pixel aufnimmt. Damit könnt ihr auch Screenshots mit der App dann machen, also von oben Luftaufnahmen machen. Und dadurch stabilisiert sich das Teil halt sehr gut. Also da ist es wirklich für Anfänger geeignet, werdet ihr gleich sehen. Ohne viel zu tun, hängt diese Drohne selbstständig in der Luft und man kann dann auch relativ schnell coole Flugmanöver machen, weil die eben auch alle vorprogrammiert sind in der App. Und das funktioniert halt, weil die sich selber sehr stabilisiert und ausrichtet und man sich nicht um diese feinmotorischen Dinge kümmern muss, wie bei einer großen Drohne, wo das ja wirklich sehr anspruchsvoll ist. Hier haben wir einen Micro-USB-Anschluss, der dient eben dazu, das Ganze aufzuladen und die Bilder, die man vielleicht damit geschossen hat, die auf dem internen Speicher liegen, auf den Computer zu holen, rüberzuschieben. Kostet 99 Euro, gibt es ab sofort bei Mediamarkt und Saturn erstmal exklusiv, könnt ihr da also im Geschäft oder online bestellen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die App an und starten mal ein paar Flugversuche mit der Rolling Spider Drohne. Verbunden und gesteuert wird die Rolling Spider dann per App. Gibt es für iOS, gibt es für Android, kommt im Oktober auch für Windows Phone Geräte. Und ihr verbindet euch per Bluetooth, also euer Telefon, mit, jetzt geht hier der Bildschirm aus, mit der Rolling Spider. Und danach macht, also das müsst ihr nicht aktiv, ihr müsst nur Bluetooth aktivieren und dann macht ihr die App auf.
und dann verbindet sich die App mit dem Gerät. Im Idealfall, das gibt oft genug leider Probleme, da gibt es Verbindungsprobleme, man stürzt die App ab, dann muss man Bluetooth neu starten. Ich musste jetzt gerade auch das Telefon neu starten, bevor überhaupt wieder Verbindung aufgenommen wurde. Jetzt bin ich aber drin. Und dann schauen wir uns die App an. Es gibt verschiedene Steuerungsmodi. Ich habe jetzt den Joystick-Mode genommen, der gefällt mir am besten. Da kann ich nämlich mit der Seite hier steuere ich quasi die Flugrichtung. Mit der Seite steuere ich die Flughöhe und kann dann mit diesen Pfeilen hier noch rechts, links drehen. Und was ihr seht, das Gerät schaltet automatisch eure Kamera, also die Smartphone-Kamera an, damit ich durch das Display die Drohne sehen und eventuell abfilmen kann, wenn ich das möchte. Hier habe ich noch die Möglichkeit, dann mit der Drohne selber Schnappschüsse und Aufnahmen zu starten. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ach so, eins noch. Hier unten seht ihr so einen Button, damit soll ich einstellen können, dass eben diese Räder dran sind. Der funktioniert aber bei mir nicht. Immer wenn ich draufklicke und ich habe das auf verschiedenen Geräten ausprobiert, denkt er jedes Mal, ich will das Steuerkreuz da hinlegen. Also die Funktion ist für mich nicht brauchbar. Auch deswegen leider nicht möglich, das jetzt mit den Rädern richtig auszuprobieren. So, 98% Akku haben wir. Takeoff ist ganz einfach. Ich drücke nämlich einfach mal hier drauf. Und dann hebt die ab. Es ist jetzt hier sehr windig. Ich muss mal ein bisschen Höhe gewinnen und das Ding dann mal hier zu... Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man muss... Jetzt kommt sie aber mit Wucht an. So, ich bremse mal. Und jetzt fliegt sie. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich gehe auch noch mal ein bisschen höher, sicherheitshalber. Und dann habe ich hier, das ist noch ein cooles Feature, die Manöver. Da kann ich einfach jetzt eine Vorwärtsrolle antippen. Und dann mache ich einfach nur Doppeltipp hier drauf. Und dann seht ihr, führt sie das aus. Genauso kann ich eine Seitwärtsrolle machen. Doppeltipp, Seitwärtsrolle. So, jetzt muss ich sie mal wieder ein bisschen wegsteuern hier, damit sie uns nicht in die Kamera fährt. Das Schwierige ist, dass man immer sich relativ zu dem Gerät denken muss. Die guckt jetzt nach da, deswegen muss ich halt gucken, dass wenn ich weg will, muss ich nach rechts steuern. Aber im Prinzip funktioniert das dann erstmal ganz gut, weil sie eben selber stabilisiert und ich mich hier weiter um die Stabilisierung und das in der Luft halten der Drohne nicht kümmern muss. So, wieder verhindert, dass ich da reinfahre. Und ihr seht aber auch schon, der Akku, der geht schon rapide runter. Ich bin jetzt schon nur noch bei 73%. Und jetzt, oh, jetzt andere Richtung, nein. Jetzt fliegt sich ja fast aus dem Gelände raus in die Büsche und er ist abgestürzt. Gut, das ist aber auch ein gutes Ende, um das jetzt mal zu zeigen. Also Wind ist nicht der Freund dieser Drohne. Die App selber ist ganz gut. Die Steuerung funktioniert auch ganz gut, auch wenn manche Punkte wieder hier unten nicht so richtig funktionieren. Hier ist übrigens das auch ganz praktisch. Hier gibt es noch so einen Tarierungsbutton. Also wenn sie sich mal austariert hat, die muss ja das Gleichgewicht halten, kann ich hiermit im Bodenzustand quasi erstmal wieder Nivellierung herstellen und dann funktioniert das. Jetzt habe ich ganz vergessen, einen Snapshot, also ein Bild zu machen. Mache ich gleich noch, liefern wir dann im Artikel nach. Ja, und das ist soweit die Steuerung und die Funktionsweise der Parrot Rolling Spider. Die Rolling Spider im Fazit. Was sage ich dazu, nachdem ich jetzt rumgespielt habe? Cooles Teil tatsächlich. Also 99 Euro ist nicht ganz billig, muss man zugeben, aber es ist halt auch nicht so teuer und dafür kommt ja auch eine Menge, zumindest technisch. Also es kommt halt die Sache, die ich vorhin erwähnte eingangs mit den Sensoren und mit dem Ultraschallmesser hier und wodurch, wodurch das Ganze sich eben selber stabilisiert und das macht halt das Anfangsfliegen damit sehr, sehr einfach. Natürlich ist gleichzeitig sind die Flugbewegungen ein bisschen eingeschränkt, also man kann jetzt bestimmt nicht so intuitive, individuelle Manöver fliegen wie mit einer voll ausgewachsenen Drohne, aber dafür kann man zum Beispiel Kunststückchen machen, die man sonst, glaube ich, gar nicht hinkriegen würde und zwar auf Knopfdruck, weil das Ganze eben automatisch abläuft und das ist schon sehr cool. Nicht so gut gefällt mir zum einen, dass es diese Propeller da nicht direkt als Ersatzteile mit in der Packung gibt. Nicht so gut gefällt mir, dass der Akku ein bisschen klein geraten ist und man wirklich 2 Minuten fliegt und dann schon wieder eine halbe Stunde aufladen muss. Und die App gefällt mir auch nicht so gut, die ist instabil teilweise, ständig wird die Verbindung verloren und manche Knöpfe funktionieren, also manche Schaltflächen funktionieren einfach nicht. Da hoffe ich auf ein Update seitens Parrot. Wenn da was kommt, werden wir das auf jeden Fall nochmal nachtesten und ausprobieren. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur zu blöd angestellt, aber auch das wäre ja ein Kriterium. Also ich kenne mich ja ein bisschen aus mit Technik. Wenn ich es nicht verstehe, dann werden es ganz viele nicht verstehen. Und das muss man halt bei einem 99-Euro-Gerät auch bedenken. Zumal zu der App eigentlich noch nicht mal eine richtige Anleitung mitgeliefert wird, sondern man dann erst wieder, und das habe ich durch Zufall gefunden, auf dem Blog von Parrot erstmal so ein Tutorial gefunden habe, wie diese App eigentlich funktioniert und welche Schaltfläche da was macht. Also das ist auch nicht sehr komfortabel, da darf ich für 99 Euro auch ein bisschen mehr erwarten. Ansonsten gefällt sie mir ganz gut und wer wirklich mal einen günstigen Einstieg in vernünftige Drohnenwelt sucht, wie ich eingangs auch sagte, also nicht mit so einem 20 Euro Hubschrauber vom Supermarkt, sondern was Ernsthaftes mit guter Technik drin, der darf sich die Rolling Spider durchaus mal ansehen. Übrigens dieser Name Rolling mit dem namensgebenden Rädern da dran, also diese Räder finde ich jetzt haben nicht so den riesen Mehrwert. Und eins sollte man vielleicht auch noch bedenken, wir haben es jetzt draußen ausprobiert, es geht, aber bei Windstößen wird es halt schwierig, die ist tendenziell für den Indoor-Gebrauch gedacht, da wiederum braucht man
hat aber halt ein großes leeres Zimmer, wo das funktioniert. Das sind natürlich jetzt aber konzeptionelle Dinge, die nicht der Parrot-Drohne speziell, sondern Drohnen allgemein anzulassen sind. So ist das eben. Fliegen braucht Platz. Das war Armin von Curf. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video doch, abonniert unseren Kanal und lest natürlich immer curf.de. Bis dann. Tschüss.